Stürm den mal bitte an. Alter! Okay. Wir müssen noch mal retzen. Regen. Keine Ahnung. Hi, Titai und Dumdidai. Ja. Blöder Bär. Oh, geht das? Wie komme ich an dem Vieh vorbei? Wenn ich die einen schon nicht geschafft habe, dann mache ich irgendwas verkehrt. Ich verstehe nicht, was ich verkehrt mache. Ich meine, die Schmiere von gerade eben, die hat mir ja auch nichts gebracht. Brennt diese Schmiere eigentlich? Sieht mir jetzt nicht so aus. Nein, ihr bleibt hier. Warte mal, reduziert. So, warte mal, Beutel. Säurefiole wurde mir geraten, soll ich mal machen? Beutelchen, Beutelchen. Ich guck mal, dass ich ihr... Ne, ich zaubere gerade, warte mal. Heilung. Nein! Bitte steh auf! Ach, come on, das gibt's doch nicht! Oh. Vielleicht Säurespritzer von mir? Leichte Wunden heilen, das bringt mir jetzt gerade auch nicht wirklich viel. Schneeball? Ah. Okay. Wir werden nicht... Wir machen das. Warte mal. Okay. Liebe Freunde, ich sehe gerade eine kleine, aber realistische Chance, dass wir es vielleicht doch noch irgendwie schaffen. Warte mal. Wir werden einfach... Ja, komm, Kugelstar, der ist Schwelle des Todes. Schwelle des Todes, ich sage euch. Kann er mal hinfallen, bitte? Zielsicherer Schlag. Oder auch nicht. Segen, nein. Hauch des Chaos. Du kannst ein Ziel mit einem Berührungsangriff im Nahkampf mit Chaos beseelen. Würfelt das Ziel in der nächsten Runde mit einem D20, muss ein zweites Mal würfeln. Was ist das denn? Okay, probieren wir es mal. So. Hier ordentlich reinbolzen. Kannst du vielleicht ohrenbetäubendes Kreischen machen? Wieso lebst du noch? Octavia, nein! Das gibt's echt nicht. Das kann echt nicht sein. Ah.
Okay. Was haben wir hier noch? Trank helfen. Trank Magierrüstung. Schild des Glaubens. Der enormen Intelligenz, das krieg ich aber. Das verpasse ich mir. Warte, wo habe ich es jetzt? Da oben. Ein bisschen mehr Bumsschaden. Hoffe ich zumindest. So, was machen wir jetzt? Säure habe ich dabei. Säure kriegst du auch. So. Nehmen wir mal zwei Stück damit. Amiri. Dass die so lang zum Süffeln brauchen, das ist doch unfassbar. Kinsi. Okay. Du kriegst auch nochmal ein Fläschchen Säure. Ist euch mal was aufgefallen? Die stehen sich quasi nur im Weg. Moment. Schutzring. Nicht die gefühlte Wirkung. Uiuiui. Entschuldigung. Ah, so. Alles klar. Dann haben wir das hier. Das. Sollst du auch noch Säure kriegen? Komm, du kriegst auch noch Säure. Mir hier auch noch so ein Ding rein. So. Speichern wir das Ganze mal. Das sah ja gerade eben schon echt verdammt gut aus. Der war ja schon fast kaputt. Wenn wir es mal ganz nett sagen würden. So. Wir machen noch mal Schmiere. I wrote it like I saw it. So, wie weit kann man das Ding schmeißen? Kann man das Ding? How can you make an epic pose? I need inspiration. Tschüss! Nein, 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 raus da! Oh nein, jetzt hab ich. So, jetzt. Dass du schmeißt Säure. Du, wenn du mal wieder aufgestanden bist, schmeißt auch Säure. Lindsay. Säure kommt echt gut. Schmeißt du auch nochmal ein Säurefass. Feuerball, Säure, Säure, Säure. Easy peasy lemon squeezy. Bleib da liegen, du Schweinehund. Nein! So. So. Oh. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh, verdammt. Könntet ihr mich vielleicht wieder aufstehen lassen? Raus da, Junge. Raus da. Ich will auch aufstehen. Lass mich aufstehen. Schmieren. Raus da. Raus da. So. Was geht denn? I swear. Never have I been so glad to meet a stranger. Even with the power granted me by Sarenrae, I almost lost. You have my thanks. Please, allow me to introduce myself. My name is Tristian. Ja, wie gesagt, das wird hier wahrscheinlich ein Learning by Doing. Ich werde wahrscheinlich noch sehr oft sterben. Okay. Eine Nymphe hat mich hergeführt. Sie denkt, der magische Nebel in diesem Tempel wurde von dem Druiden erschaffen, der in den Diensten des hiesigen Banditenführers stand. Ich vermute, wenn wir die Hüter des Tempels töten, wird sich der Nebel lichten. Du bist verletzt, brauchst du Hilfe? Wie bist du hierher gekommen?
Wir sollten uns an einen gefährlichen Ort nicht trennen. Du könntest mir auf meiner Reise zur Seite stehen. So. I have never spoken to nymphs, but I believe their assessment is accurate. The creatures occupying this temple are far from ordinary animals. The power that moved them here is related to the fog. The beasts hold the fog as anchors hold a ship dancing in the waves. From what I can tell, once the beasts are defeated, the fog should begin to clear. Okay, die Bestien sind besiegt. Was jetzt? Du bist verletzt. Brauchst du Hilfe? Wie bist du hierher gekommen? Wir sollten uns... Ich komme wieder, wenn ich mich... Praised be Serenray. Now, if my knowledge serves, the fog should weaken and eventually clear entirely. We need only wait. Perhaps somewhere more hospitable? Könnten diese Bestien... Vielleicht dieses eine Schwein und das andere Viech sein, diese zwei großen, ich will sie nicht Bosse nennen, sondern Mini-Bosse, dass ich die schon gekillt habe. Ich will den nämlich jetzt nicht angelogen haben. Ich meine, ich bin eh böse, ja, aber man muss ja nicht unbedingt hier direkt schon einen schlechten Eindruck machen. Wir können ja immer hinterher noch. Du bist verletzt, brauchst du Hilfe? You are very kind. Kindness to strangers is in short supply these days. But worry not. Serenray's priests are skilled in the healing arts. I can heal myself. Wie bist du hierher gekommen? I was investigating this fog. I believe you have already discerned that it is magical in nature. I serve Serenray, goddess of sunlight. Discovering an evil magic that isolated living creatures from the sun alarmed me in no small way. I was able to locate the place the fog originated from, but was too presumptuous and almost got into the beast's teeth. Nun, da die Bestien tot sind, muss ich mich anderen Dingen zuwenden. Lebt wohl. Please wait. You saved my life. I have no treasures or relics, but I have knowledge and the divine power of a priest. I wish to aid you in your journeys. Ja, komm, dann hilf mir. Thank you. I hope I will be of help. Ja, das ist das Ding jetzt, ne? Was kann der? Ich weiß es nicht. Nein. Die hat eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Ich nehme mal den Ork raus. Der wäre mir letztens beinahe abgekratzt. So. Here I am. So many seeds. So little time. Magritium Turinos. Schwubbelibub. Wir sind Level Up, liebe Freunde. Level Up. Oh, verdammt, wie ging das jetzt nochmal? Ich möchte irgendwelche Tiere beschwören, bitte. Tiergestalt, riesiges Element. Ich will keine Tiergestalt, ich will Tiere beschwören. Ich habe Angst. Arcana Betrüger. Ja, war klar, dass das nichts wird. Was war das nochmal? Lalalala. Wir bleiben mal einfach bei dem Baum hier. Tiergestalt Wolf. Das wird bestimmt mega gut. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich hab's jetzt einfach mal so ein bisschen im Urin. So. Wir haben 4 Punkte dazu gekriegt. Ich würde sagen. So, Wissen Natur. Die Fertigkeit. Ich muss mir das immer wieder durchlesen. Wir werden hier so selten Level Up, liebe Freunde. Das wird noch was dauern, bis ich hier wieder überzeugen. So. Bisschen Arcanum. Intelligenz plus 2. Nur geübt. Das Wissen eines Charakters über Zauber, magische Gegenstände. Ermögliche magische Gegenstände und Monster zu identifizieren. Zauber aus Zauberbüchern. Fertigkeit repräsentiert so natürlich Welt. Die Wissensfertigkeit deines Charakters ermöglicht dir zu jagen, Monster zu identifizieren.
Wir nehmen mal das hier einen Punkt rein. Ich nehme nochmal einen. Ach, überzeugen kann ich gar nicht noch einen Punkt rein tun. So, nehme ich Natur auf plus 8 und Wissen Arcanum. So. Was haben wir denn jetzt hier wieder? Oh. Fähigkeiten wählen. Große Zähigkeit. Stehst du neben einem Verbündeten, der ebenfalls über dieses... Zauber erhöhen. Du kannst Zauber wirken, als hätten sie eine höhere Stufe. Ein erhöhter Zauber hat eine höhere Zauberstufe als normal. Maximal Stufe 9. Metamagie. Täuscher, Umgang mit Kriegswaffen, Umgang mit Rüstung, schwere Rüstung. Verfügt nicht über folgende Kenntnisse. Umgang mit Rüstung. Wäre das eine... Wäre das vielleicht eine Überlegung wert, dass wir uns vielleicht auf schwere Rüstung gehen? Leichte Rüstung? Aber dann brauchen wir ja länger zum Zaubern, ne? Zauber beschleunigen. Du kannst Zauber in einem Bruchteil der normalen Vorteil. Das Wirken eines schnellen Zaubers ist eine schnelle Aktion. Da du einen schnellen Zauber wirkst, kannst du in derselben Runde eine Weile. Die Frage ist ja jetzt, muss ich das Ding aktivieren oder kommt das automatisch so plopp? Ich werde es mal probieren. Wenn ich schneller den Feuerball caste und alles andere, ich kann mir vorstellen, dass das gut wird. Ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Investition wird. So. So. Hadrim. Du bist Kleriker, ja? Warte mal. Kämpfer zeichnen sich Schlacht durch die überragenden Fähigkeiten aus und sind jederzeit in der Lage, Gegner zu besiegen. Den Verlauf eines Kampfes zu... Also überleben da ein spezieller Waffe. Ich hätte gerne irgendwie sowas wie so ein Tank. So einen richtigen Tank. Aber der Typ ist ja nicht wirklich. Er hält ja nichts aus. Duelland? Nee. Auf weite Strecke, um Feinde aufzuspüren. Zu gehen. Reisen sie häufig in Gesellschaft, wenn auch nur, um die Anwesenheit zu verschwenden. Sie arbeiten nach Möglichkeit mit Angehörigen ihres Glaubens. Überragende Kämpfer, die mit ihrer Kampfkraft und Tapferkeit selbst scheinbar überlegenen Gegner die Stirn bieten, denen ihr Kampfrausch einen Wagemut verleiht, von dem die meisten anderen Krieger nur träumen können, stürmen Barbaren wild entschlossen in die Schlacht und fällen jeden Gegner, der sich ihnen in den Weg stellt. Jetzt ist die Frage, will ich einen Barbar nehmen? Würde es das was bringen? Gepanzerter Koloss. Einige Barbaren verachten die Fell- und Lederrüstung ihrer Artgenossen. Stattdessen tragen die schwerste Rüstung, selbst wenn diese Zivilisierten geschmiedet wurden, um ihren Schutz und ihre Stärke. Jawohl, das ist doch genau das, was ich suche. So. Rein damit. Athletik. Athletik ist nicht wirklich deine Stärke. Du verlierst 8 Athletik durch Rüstung und Schild. Komm, dann machen wir dir ein bisschen mehr. Athletik. Überzeugen musst du nicht. Das mache ich schon. Beweglichkeit. Dir das Gleichgewicht. Nehmen wir hier auch eins rein. Vielleicht hilft das ja gegen Schmiere. Nur so ein bisschen vielleicht. Elementarfokus.
Geschützt. Deine Verbündeten geben dir Deckung, während du komplizierte Zauber wirkst? Nee. Hast du hier nicht Rüstungsfokus? Deine Vertrautheit mit einem bestimmten Rüstungssuit erhöht den Schutz, den dir diese gewährt.